Ah, da. Wenn wir jetzt da einfach so ein Stück Glas vorschieben. Da hat er uns nie gesehen. Oh, wie er uns anlächelt. Wahrscheinlich wollen die Zombies gar nicht töten, sondern wollen einfach nur ein bisschen Licht haben, weil es bei denen so dunkel im Spawner ist. Wir werden es dann immer so machen, dass also für die Zombies es nicht ganz so hell ist, aber für uns... Oh. Auf die Finger, was ist das denn? Mal hier die Finger durchstecken, nur weil da so eine Spalte ist. Können die einen jetzt eigentlich sehen durchs Glas hindurch? Anscheinend schon. Das ist ja mal cool, weil früher konnten sie es nicht. Früher war das wirklich wie eine Wand. Nee, also jetzt habe ich irgendwie gerade Lust bekommen, weiterzumachen. Naja, also Verhungerungstod werde ich jetzt hier nicht sterben. Gefrühstückt habe ich. Zeit habe ich auch gerade. Und schafft man noch ein bisschen Spawn aus. Dieser friedfertige Blick. Sie wollen einfach gar nichts Böses. Haben die eigentlich die gleichen Klamotten an wie ich? Kurz gucken. Oh. Hm. Tatsache. Dann muss ich mir eigentlich bloß ein grünes Gesicht malen und dann können die mich gar nicht von ihren Leuten unterscheiden. Macha. Das wäre dann mal ein richtig guter Plan. Denn wir haben ja bei Zombieland gelernt, Zombies fressen keine anderen Zombies. Oh. Entschuldigung, ich wollte dich nicht schlagen. Fragen die sich bestimmt, wo ich geblieben bin. Nee, das klappt ja leider nicht mehr, anscheinend. Das macht die Sache natürlich umso interessanter. Also die ignorieren einen dann nicht mehr, sondern die sehen einen ja. Und das macht die ganze Sache noch spaßig. Oh, wie sie springen. Bravo, Hund. Aber sie werden trotzdem mobiler, wenn sie uns direkt sehen können, anstatt nur durchs Glas. Und das nur liebt. Ich sehe schon, dass ich mich hier ins Verderben hineingraben werde. Ich werde wahrscheinlich die Zombies so lange auslachen, bis sie genau vor mir stehen. Mache ich das hier? Ah, genau, wieder drüben. Aber Leute, ihr steht mir gerade voll im Weg. Ich kann überhaupt nicht richtig sehen, wo ich hinlaufe. Oh, das wäre jetzt gerade ein bisschen unschlau gewesen.
Ist doch gleich viel schöner. Vielleicht können wir hier so eine Art Besucherzelle, wie man bei den amerikanischen, englischen Knast immer sieht, diese Räume. Das muss noch was einfallen, das aussieht, wenn man ein Telefon in der Hand haben könnte. Licht, Licht, Hammer. Oh, Hilfe! Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Wo kam der denn jetzt hin? Jetzt sag nicht, die spawnen hier. Erstmal ein Schwein verdrücken. Habe ich da gerade ein Skelett gehört? Oder ist das nochmal eine extra Höhle? Ja, da geht's in eine Höhle rein. Eisen, finde ich. Total toll. Ah. Gut, ich würde sagen, machen wir erstmal kurz so. Merken wir uns das aber. Merken wir uns das am besten. Wir merken uns das einfach. Wir haben ein Gedächtnis. Das wird jetzt einfach mal hier Verwendung finden. Schade, den Truhe können wir uns noch nicht anschauen. Ich finde das schön, dass diese Räume so symmetrisch sind. Da lässt sich dann gleich eine ganze Menge mehr mitmachen. Zack. Und zack. Jetzt können wir uns natürlich leider nicht angucken, was da drin ist. Und dann bei Zeiten dämmen wir einfach ein bisschen das Licht runter. Oh. Blödes Viech. Denkst du, nur weil du mir Eisen schenkst, bin ich hier gleich besser zu ertragen, oder was? So. Machen wir schon eine Fackel. Leuchten wir hier noch alles aus. Oh. Ach, Mensch. Jetzt will ich die ganze Zeit Pause machen. Das geht nicht. Diese Höhle zwingt mich dazu, weiterzumachen. Oh mein Gott. Kohle gibt's hier. Hm. Sobald meine Fackeln aus sind, werde ich auf hier umdrehen. Ich drehe sowieso um. Ich wollte sowieso und
Weg, weg. Obwohl, ein paar Sticks habe ich ja noch. Ah, das ist verlockend, das ist so übel. Aber danach ist wirklich Schluss. Und Gold. Hat sich ja doch gelohnt. Okay, wir haben jetzt also zwei Spawner. Und noch eine Riesenhöhle. Und uns fehlt noch die Riesenhöhle auf dem Weg zu unserer ersten Einstiegsluke, die wir gebaut haben. Da fehlt uns noch der. Da war ja auch so ein Weg nach unten. Dann eine total tiefe Höhle. Ey, wisst ihr, wie. Und wieder Zombies. Oh. Ah, jetzt greifen die Zombies das Skelett an. Also es verhält sich wie mit den Spinnen. Bei Tag. Die killen sich also auch gegenseitig, wenn es sein muss. Bekloppt das Volk, ey. Von da oben kommen die wahrscheinlich. Also die können ja auch durchgespült werden. Wascht euch mal. Und noch mehr Eisen. So, das war jetzt auch wirklich die letzte. Wir bauen hier noch ein bisschen Eisen ab. Hoffen, dass uns jetzt kein Creeper ankuscheln kommt. Bisschen dunkel wird es jetzt hier. Also wir ringen dieser Höhle wirklich die kostbarsten Schätze an. So, auf dem Rückweg. Da ist Kohle. Wir haben jetzt noch alles, was wir auf die Schnelle sehen. Also jetzt nicht wirklich jeden Futz, aber alles, was wir jetzt so schnell sehen, nehmen wir kurz mal mit. Und dann husch husch ab ins Bett. Das sieht wieder super toll aus, da unten. Und dann erst mal eine Aufnahmepause. Und ihr müsst ja noch nicht lange auf die nächste Folge warten. Die ist ja dann immer am nächsten Tag draußen. Wenn ich nicht meine Gewohnheit ändern sollte. Und wie gesagt, ich würde es super cool finden, wenn ich irgendwie längere Videos bringen könnte, aber 15 Minuten ist leider das Maximum. Für mich jedenfalls. Leider, leider. Erstmal so eine ganze Stunde Höhlen erkunden, so als Spezialfolge quasi. Das wäre schon irgendwie cool, weil ich habe gesehen, es gibt Leute, die können irgendwie eine Stunde hochladen, aber ich weiß nicht genau, wie, was, wo, wie mich dafür in den Hintern kriechen muss, was ich sicherlich nicht tun werde. Um diese Funktion freizukriegen. Verstehe ich gar nicht, warum. Jeder machen kann. Obwohl, dann würde es wahrscheinlich so viel Upload